einen falschen Nachnamen verpasst. Konnte die Technik wahrscheinlich die Schrift nicht der Bremer Verantwortlichen lesen. Jetzt ist aber korrigiert. Vielen Dank für den Hinweis. Die Nummer 3 bei Werder Bremen. Henry Rohrig. Die Berliner verloren deutlich gegen die Bayern 0:4 im ersten Spiel, während die Bremer einen 4:2 Erfolg gegen die Mühlenklasse-Auswahl feiern konnte. Schön zurückgelegt jetzt. Die Berliner spielten gegen die Bayern auf keinen Fall schlecht. Oh, starke Parade hier von Timo Ahrens. Die Berliner spielten auf keinen Fall schlecht. Hatten einfach Probleme mit der Chancenauswertung. Und auch hier scheitern sie mit den ersten beiden Möglichkeiten. Steve Brown eben mit dem Abschluss. Also Berlin hier ist ja keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Und die Bayern machen auch einen extrem starken Eindruck bisher. Wir sind gespannt, wie sich die Konstellation hier entwickelt. Wenn man bei beiden Vereinen ein bisschen zurückguckt, wer war denn schon hier beim Freiburg Cup, dann ja, bekommen da beide einige richtig tolle Namen aufs Papier. SV Werder Bremen unter anderem Dennis Diekmeyer, jetzt beim HSV, Niklas Füllkrug bei Greuther Fürth aktiv, Levent Ajcicek, der Profi der Veteranen, war hier in Lübbecke, Niklas Füllkrug mittlerweile in Nürnberg war hier, Felix Wiedwald, der Keeper der Bremer, jetzt zwischenzeitlich in Frankfurt war hier. Und Timo Pertl, der Profi beim VfL Bochum. Freistoß hier für die Bremer. Und bei Hertha BSC Berlin kann sich das aussehen lassen. Askan Dejaga war hier Ex-Wolfsburg-Profi. Mittlerweile in Katar aktiv. Manuel Schmiedebach, der Hannover-Profi, war hier für Hertha BSC Berlin. Kevin Prinz Boateng. Patrick Ebert, mittlerweile in Spanien aktiv. Und auch Nico Schulz, der Neuzugang der Gladbacher dieser Saison, war hier in Lübbecke für Hertha BSC. Aktiv den Rekordsieger mit 4 Triumphen bei diesem Turnier. Und jetzt die nächste Chance und der hat gesessen. Miralem Ramić, 1:0 für die Berliner. Der Bann ist gebrochen, erstes Turniertor für die Berliner. Miralem Ramić. Aber auch gegen Bremen, auch gegen die Mühlis lag Bremen. Sogar zweimal hinten und drehte die Partie dann doch noch zum 4:2. Also die Namen beweisen schon, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir hier einen Teil der Spieler irgendwann wiedersehen. Der Ball rabiat geklärt jetzt hier von Maximilian Guschke. Benjamin Gretz. Spiel mit der Bande, schön zurückgelegt, aber jetzt die Bremer, wenn er sich durchsetzt, über Zahl von 2 gegen 1, aber Hertha kann nochmal klären.
in Person von Florian Schulz. Trainer der Berliner Ex-Profi Jörg Schwanke, 47 Jahre, machte unter anderem 59 Bundesligaspiele für den VfL Bochum. Schiedsrichter der Partie bin ich noch schuldig, denn jetzt gleich am Ball mit dem Schiedsrichterball. Lukas Glasing vom SSV Preußen Stroen. Gibt einen tollen Leitsatz im Jugendkonzept der Berliner. Wer im letzten Jahr schon dabei war, auch da habe ich ihn schon mehrmals zitiert, weil er einfach gut ist. Da sagt die Hertha, dein Talent bringt dich zu uns, dein Charakter bestimmt deine Zukunft. Das ist ja, was viele Bundesliga-Trainer wie Thomas Tuchel immer wieder betonen. Hier die nächste Chance für die Berliner. Gute Möglichkeit hier für Dennis Chung. Also immer wieder betont wird, mit dem Talent demütig umzugehen, nicht verschwenderisch, sondern das, was man in die Wege gelegt bekommen hat, auch zu nutzen und als Auftrag zu sehen, noch härter zu arbeiten und daraus das Maximum rauszuholen, das Beste zu machen. Und das wollen die Berliner damit sagen. Und sie zeigen es auch hier, wieder Dennis Chung, etwas zu weit an der Bande. Abgefälschter Ball, der Abschluss von Julian Vicaroa. Jetzt der Abschluss und das Tor für die Berliner. Luca Radeke war der Torschütze. Die Berliner auf Wiedergutmachungskurs für die Auftaktniederlage gegen die Bayern. Werder Bremen war letzte Woche schon aktiv, ganz im Süden der Republik, beim Norwich Cup in Dettelbach in Bayern. Dort allerdings schieden die Werderaner aus. Auch heute war Trainer Frank Bender nicht in ihrer Bestbesetzung da. Einige Spieler aus dem Internat leiden wohl an Magen-Darm-Grippe. Dadurch war eine Anreise nach Lübbecke natürlich nicht dran zu denken. Trotzdem wollen sie natürlich die Bremer so teuer wie möglich verkaufen. Immer ein Tabellenfünfter in der Regionalliga. 23 Punkte in 13 Spielen. Die Berliner in ihrer Regionalliga unangefochtener Tabellenführer. 32 Punkte, 41 Tore in 14 Spielen. Wie gesagt, die beiden besten Torschützen Dennis Jastrzębinski und Nankam Jessic. Nankam heute nicht die Reise nach Lübeck mit angetreten. Aber trotzdem haben die Berliner auch so eine starke Mannschaft. Und die nächste Möglichkeit hier an der Bande.
Bremer, der Ball zu weit vorgelegt, Dennis Schung klärt die Kugel. Und sorgt für Ballbesitz für Berlin. Schöner Trick hier, aber dann das Spiel mit der Bande wirkungslos. Nächste Tempoaktion der Berliner. Schön gespielt wieder. Aber dann Timo Ahrens mit einer tollen Fußabwehr. Insgesamt sehen wir bisher viele gute Torhüterleistungen. Jetzt tankt sich da durch und das war ein Foulspiel. Das war Henry Rohrig, der Junge, dessen Namen wir vorhin noch falsch auf der Leinwand hatten. Gute Aktion hier von ihm. Frank Bender feuert seine Mannschaft noch einmal an. Zusammen mit Kollegen Uwe Besing heute hier in Lübeck. Oh, viel Pass hier. Aber dann dauerte der Abschluss von Benjamin Gretz ein bisschen lange. Hier klärt Miralem Ramic recht kompromisslos. Knapp 4 Minuten vor dem Ende dieser Partie. Konstellation wäre natürlich für die Mühlis auch nicht gerade ungünstig. Die Bayern wären gedanklich weg mit 6 Punkten, aber Bremen und Hertha in Schlagdistanz. Wollte natürlich schon einen hohen Sieg und der hohen Niederlage gegen die Bayern. Aber theoretisch können auch noch die Mühlis auf 3 Punkte kommen. Morgen früh mit dem Spiel gegen die Berliner. Das ist Luca Radicke, der sich hier durchsetzt. Körperlich macht einen starken Eindruck. Norman und Chung wird geblockt von Till Müller. Das war schön gespielt, das ist das 3-0. Luca Norman. 2,5 Minuten vor dem Ende dürfte das die Entscheidung sein. Luca Naumann mit der Nummer 8. Wir haben dann erfolgreich 30 Spiele und neuer Spielstand. Also 6-3-3-0. Das ist die Konstellation nach 2 von 3 Spieltagen in der Gruppe 1. Außer die Bremer holen hier noch ein Freeway-Cup-Wunder auf die Platte. Sie versuchen es zumindest. Abschluss hier von Kapitän Julian Rikauer. Jetzt gut gespielt Rikauer nochmal, aber da stand Cem Teufel, der eigene Mann im Weg. Wieder Abschluss. Karam Alves. In der Ecke behauptet sich da, technisch gut gemacht, jetzt quergelegt. Gut gespielt, Teifel, aber Maximilian Gurschke bekommt die Hände hoch. Jetzt Überzahl, 3 gegen 2 für die Bremer, wenn es schnell geht. Schön gespielt, der Ball quergelegt, aber wieder ist Gurschke da. Nochmal Gurschke und jetzt ist der Ball im Tor.
Er gibt das Tor. Das war jetzt etwas verwirrend. Till Müller. Oder was, Karam? Canero Alves. Also 1-3. Gerade keiner so richtig, was los war. Weder Publikum noch ein DJ waren auf Tor eingestellt. Das wieder nicht gut gespielt, aber der Ball kommt immer noch an. Bisschen mehr Druck von Till Müller auf seinen Kapitän. Dann wäre das Tor gewesen. Das war die große Chance für Alves. Canero Alves. Sekunden auf der Uhr. Oh, schade. Das war ein klasse Abschluss von Luca Radicke. Da war Überzahl. Möglich gewesen. 2 Sekunden, das Ding ist rum. Berlin gewinnt sein zweites Spiel mit 3-1 und sackt die ersten 3 Punkte ein. Gleich jetzt weiter mit Gruppe 2.